Warnung. Die folgende Creepypasta ist nichts für Leute mit sanften Gemütern oder Leute, die nicht volljährig sind. Also auch emotional instabil sind nicht für diese Creepypasta geeignet. Diese Warnung steht übrigens gerade da, stand da, wo ich es her habe, wollte ich bloß sagen. Ich warne lieber vor, weil ich kenne die Creepypasta selbst und sie ist ein bisschen extrem. Also, ja. Viel Spaß bei der folgenden Creepypasta. Das russische Schlafexperiment. In den späten 40ern hielten sowjetische Forscher 5 Menschen für 50 Tage wach, indem sie ein experimentelles, auf Wachmachern basiertes Gas benutzten. Sie wurden in einer abgeriegelten Einrichtung aufbewahrt, um ihre Sauerstoffzufuhr zu überwachen, da das Gas in hoher Konzentration tödlich war. Dies geschah, bevor es Überwachungskameras gab. Es hatten sie nur Mikrofone und 10 cm dick verglaste Bullaugenfenster, um sie zu überwachen. Die Kammer war mit Büchern, Liegen und mit Bettwäsche natürlich, fließendem Wasser, einer Toilette und genug Essen für mindestens einen Monat ausgestattet. Die Testpersonen waren politische Gefangene, die während des Zweiten Weltkriegs als Gegner der Sowjetunion angesehen wurden. Die ersten 5 Tage lang war alles gut. Die Versuchspersonen beschwerten sich kaum, so wurde ihnen doch versprochen, dass sie befreit würden, wenn sie sich fügen und 30 Tage lang nicht schlafen würden. Ihre Gespräche und Aktivitäten wurden aufgezeichnet und es fiel auf, dass sie sich über immer traumatische Unfälle in ihrer Vergangenheit unterhielten und der generelle Ton ihrer Unterhaltungen nach der 4-Tages-Marke einen dunklen Ton annahm. Nach 5 Tagen begann sie, sich über die Umstände und Ereignisse zu beschweren, die sie in die Situation geführt hatten. Und es zeigte sich eine massive Paranoia bei den Testpersonen. Sie hörten auf, miteinander zu reden und begannen stattdessen damit, dem Mikrofon und den von ihnen spiegelten Bullaugen Dinge zuzuflüstern. Merkwürdigerweise schienen sie alle zu glauben, dass sie das Vertrauen der Forscher gewinnen könnten, indem sie ihre Kameraden, die Leute, mit denen sie gefangen waren, verrieten. Anfangs nahmen die Forscher an, dass dies ein Effekt des Gases sei. Nach 9 Tagen fing der erste von ihnen zu schreien an. Er rannte 3 Stunden lang durch die Kammer, so laut schreiend wie er konnte. Er versuchte weiter zu schreien, brachte aber nur ein gelegentliches kleines Fiepsen hervor. Die Forscher schlussfolgerten, dass seine Stimmbänder gerissen waren. Das Verblüffendste an seinem Verhalten war aber, wie die anderen darauf reagierten. Oder eben nicht darauf reagierten. Sie fuhren fort, in die Mikrofone zu flüstern, bis der zweite Gefangene zu schreien anfing. Die 2 nicht schreienden Gefangenen zerlegten Bücher, spielten Seite für Seite mit ihren Ausschaltungen voll und klebten sie dann ruhig über die Glasscheiben. Das Schreien stoppte abrupt. So auch das Flüstern in die Mikrofone. 3 weitere Tage verstritten. Die Forscher checkten stündlich die Mikrofone, denn sie hielten es für unmöglich, dass bei 5 Insassen kein Geräusch produziert wurde. Der Sauerstoffverbrauch in den Kammern deutete darauf hin, dass alle 5 noch am Leben sein mussten. Es wurde sogar so viel Sauerstoff verbraucht, wie er von 5 Männern, welche schwerste körperliche Arbeit durchführten, verbraucht werden würde. Am Morgen des 11. Tages taten die Forscher etwas, von dem sie sagten, dass sie es nicht tun würden, um eine Reaktion von den Gefangenen zu bekommen. Sie benutzten die Sprechanlage in der Kammer, in der Hoffnung, eine Antwort von den Insassen zu bekommen, von denen sie befürchteten, dass sie entweder tot oder hirntot waren. Sie sagten an: Wir öffnen nun die Kammer, um die Mikrofone zu testen. Tretet von der Tür zurück und legt euch flach auf den Boden, oder ihr werdet erschossen. Befolgung wird für einen von euch seine sofortige Freiheit bedeuten. Zu ihrer Überraschung hörten sie zur Antwort einen einzigen, ruhig gesprochenen Satz. Wir wollen nicht mehr befreit werden.
Eine Diskussion brachte unter den Forschern und den militärischen Kräften, welche den Test finanzierten, aus. Da es ihnen nicht möglich war, weitere Antworten durch die Sprechanlage zu erhalten, entschieden sie schlussendlich, die Kammer um Mitternacht am 15. Tag zu öffnen. Der Kammer wurde sämtliches Gas entzogen, mit frischer Luft durchflutet und sofort begannen Stimmen durch das Mikrofon Einspruch zu erheben. Drei verschiedene Stimmen fingen an zu flehen, als ginge es um das Leben einer ihrer Geliebten. Sie sollte das Gas wieder anmachen. Die Kammer wurde geöffnet und Soldaten hineingeschickt, um die Testsubjekte zu holen. Sie begannen lauter als je zuvor zu schreien, und so taten es auch die Soldaten, als sie sahen, was in der Kammer war. Vier der fünf Menschen waren noch am Leben, obwohl niemand wirklich behaupten konnte, dass der Zustand, in dem sie sich befanden, als lebend zu bezeichnen sei. Die Essensration nach Tag 5 wurde nicht für einmal angefasst. Fleischfetzen vom Oberschenkel und Brust des toten Testsubjekts waren in das Abflussrohr in der Mitte des Raums gestopft worden, weshalb sich eine 10 cm dicke Schicht Wasser auf den Boden verteilte. Wie viel genau von dem Wasser eigentlich Blut war, wurde nie ermittelt. Auch allen vier überlebenden Testsubjekten fehlten große Stücke ihrer Muskeln und Haut. Zerstörung des Fleisches und entblößte Knochen an den Fingerspitzen wiesen darauf hin, dass die Wunden mit der Hand und nicht wie ursprünglich vermutet mit den Zähnen zugefügt wurden. Eine genauere Untersuchung der Position und Winkel der Wunden ließ darauf schließen, dass die meisten, wenn nicht sogar alle, selbst zugefügt waren. Die Abdominalorgane unterhalb des Brustkorbs. Alle vier Testobjekte wurden entfernt. Obwohl Herz, Lunge und Zwerchfell noch am richtigen Platz waren, waren die Haut und die meisten Muskeln an den Rippen abgerissen worden, weshalb die Lunge durch den Brustkorb zu sehen war. Die Adern und Organe blieben intakt. Sie wurden nur herausgenommen und auf den Flur gelegt, verteilt um die ausgeweideten, aber noch lebenden Körper der Testpersonen. Die Verdauungstrakte aller vier konnten beiden gesehen werden, wie sie Essen zersetzten. Also schnell offenkundig, dass das, was sie verdauten, ihr eigenes Fleisch war, weil es herausgerissen und über Tage gegessen wurde. Die meisten der Soldaten waren russische Spezialagenten, aber trotzdem weigerten sich viele, in die Kammer zurückzukehren, um das Testobjekt zu entfernen. Diese fuhren fort zu schreien, man soll sie in der Kammer zurücklassen, und sie baten und verlangten, man soll das Gas wieder anstellen. Das furcht davor, dass sie sonst einschliefen. Zur Überraschung aller kämpften Testsubjekte erbittert dagegen, aus der Kammer entfernt zu werden. Einer der russischen Soldaten starb daran, dass sein Kehl herausgerissen wurde. Ein anderer wurde schwer verletzt, als ihm die Testikel abgerissen und eine Arterie in seinem Bein von den Zähnen einer Versuchsperson durchtrennt wurde. Fünf weitere verloren ihr Leben, wenn man die hinzuzählt, die in den folgenden Wochen Selbstmord begingen. Während der verzweifelten Kampfes riss die Milz von einer der vier lebenden Testobjekte und er verblutete fast auf der Stelle. Die medizinischen Forscher versuchten ihn zu beruhigen, was sich als unmöglich herausstellte. Eben wurden die zehnfache Dosis Morphium verabreicht und trotzdem kämpfte er wie ein in die Enge gedrängtes Tier, wobei er Rippen und Arm eines Doktors brach. Sein Herz konnte ganze 2 Minuten schlagen gesehen werden, nachdem es so weit ausgeblutet war, dass sich mehr Luft das Blut in seiner Blutbahn befand. Sogar nachdem es aufgehört hat zu schlagen, schrie und zuckte er noch für weitere 3 Minuten im verbitterten Versuch, jemanden in seiner Reichweite anzugreifen. Und wiederholte nur immer und immer wieder das Wort mehr. Schwach und schwächer, bis er endlich still wurde. Schwächer, sorry. Die überlebenden drei Testsubjekte wurden gebändigt und in eine medizinische Einrichtung gebracht. Die zwei mit intakten Stimmbändern betteten immer weiter nach dem Gas, um fortan wachgehalten zu werden. Der am schwersten Verletzte der drei wurde zum einzigen OP-Saal gebracht, den die Einrichtung hatte. Während man ihn darauf vorbereitete, dass die Organe auch zurück in seinen Körper platziert werden, stellte sich heraus, dass er immun gegen das Betäubungsmittel war,
das sie ihm verabreichten. Um ihn auf die Operation vorzubereiten, er kämpfte wild gegen seine Fesseln an, als ihm das Narkosegas verabreicht wurde. Er brach das fertig, sich fast komplett durch einen 10 cm dicke Lederriemen an seinen Arm abzureißen, obwohl ein 100 kg schwerer Soldat diesen Arm festhielt. Man brauchte nur ein wenig mehr Narkosegas, als normal war, um ihn zu narkotisieren. Sobald seine Augenlider flatterten und sich schlossen, stoppte sein Herz. Bei der Autopsie der testbesten Person, die auf dem OP-Tisch starb, konnte man feststellen, dass sein Blut dreimal so viel Sauerstoff enthielt, als das normale eines Menschen. Die Muskeln, die immer noch an seinem Skelett angebracht waren, waren schwer verletzt und er hatte sich in seinem verzweifelten Kampf nicht überwältigt zu werden, 9 Knochen gebrochen. Die meisten davon aus der Kraft, die seine eigenen Muskeln auf sie ausgeübt hatten. Der zweite Überlebende war der erste der Gruppe gewesen, der mit den Schreien angefangen hatte. Da seine Stimmbänder zerstört war, ist ihm nicht möglich, um eine OP zu bitten oder dagegen sie zu protestieren. Er reagierte nur, indem er heftig den Kopf schüttelte, als das Narkosegas in seine Nähe gebracht wurde. Er nickte, als jemand widerwillig vorschlug, die OP ohne Narkose durchzuführen, und reagierte während der 6 Stunden langen OP nicht, während er seine Abdominalorgane ersetzt bekam und versucht wurde, diese mit dem, was von seiner Haut noch übrig war, zu bedecken. Der durchführende Arzt sagte wiederholt, dass es medizinisch unmöglich sein müsste, dass der Patient noch am Leben war. Eine entsetzte Krankenschwester, die bei der OP assistierte, sagte, dass sich der Mund des Patienten zu einem Lächeln verzog, immer wenn sein Blick ihren traf. Als die Operation endete, sah das Testsubjekt den Chirurgen an und fing an, laut zu schnauben, in dem verzweifelten Versuch zu sprechen. In der Annahme, dass dies etwas von enormer Wichtigkeit sein müsste, holte der Chirurg einen Stift und einen Notizblock hervor, damit der Patient danach schreiben konnte. Sie war simpel. Schneide weiter. Den anderen zwei Testsubjekten ging vor dieselbe Prozedur. Bei beiden war wieder ohne Narkose. Trotzdem mussten ihnen ein Lähmungsmittel eingespritzt werden. Der Chirurg fand es unmöglich, die OP durchzuführen, während die Patienten andauernd lachten. Sobald sie paralysiert waren, konnten die Testpersonen die anwesenden Forscher nur mit ihren Blicken verfolgen. Das Lähmungsmittel verließ ihren Kreislauf nach einer abnormalen kurzen Zeit und versuchten früh ihre Fesseln abzubekommen. Sobald sie reden konnten, baten sie wieder um das Wachmachgas. Die Forscher fragten sie, warum sie sich selbst verletzt hatten, warum sie ihre eigenen Gedärme rausgerissen hatten und warum sie wieder das Gas verabreicht bekommen.